Hallo und herzlich willkommen zu Skynex Projects. Ich bin Chaos und heute starte ich mit meinem Let's Play zu Resident Evil 4. Ich werde das Spiel auf Normal spielen. Ja, es geht los. Viel Spaß. I'll never forget it. It was the year when those grisly murders occurred in the Arklay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the International Pharmaceutical Enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. Six years have passed since that horrendous incident. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Cornel, why am I the one who always gets the short end of the stick? Yo, who are you really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself? I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did. Oh, you crazy American. It's a direct order from the chief himself. I tell you, it's no picnic. I'm counting on you guys. Nah, you crazy American. Dann legen wir mal los. Oder auch noch. Nee, noch nicht. It was right before I was to take on my duties of protecting the president's daughter when she was abducted. That's the ultimate reason I'm in this lonely and rural part of Europe. According to our intelligence, there's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the president's daughter. Apparently, she's being withheld by some unidentified group of people. Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? It's freezing. So cold all of us are in. It must be my imagination. Sorry it took so long. You're welcome. Ladebildschirm. Just up ahead is the village. I'll go and have a look around. Yeah, we'll stay and watch that car. Don't want to get any parking tickets. Right. Parking tickets. Good luck. Feiglinge. Jeez. Who are these guys?
Did you say something? No. Leon, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hunnigan. I'll be your support on this mission. Loud and clear. Somehow I thought you'd be a little older. So the subject's name's Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the president. So try to behave yourself, okay? Whoever this group is, they sure picked the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. Good. Talk to you later. Leon out. So, und es geht los. Forget your makeup or something? Ja. Wo hat er denn seine Füße hängen? Achso, er hat die Beine überschritten. Naja, gut. Gut. Resident Evil 4. Ich habe das Spiel schon zig Male gespielt. Damals auf der PlayStation 2 noch. Ein Spinell. So, sehr schön. Und, ja. Wir spielen Leon S. Kennedy. Und müssen die Präsidententochter retten. Für eine Grafik von 2005 ist das Spiel meiner Meinung nach sehr, sehr gut gemacht. Hat sehr schöne Grafik. Die Bewegung am Computer ist ziemlich beschissen. Deswegen spiele ich an meinem Xbox 360 Controller. Und, excuse me. Ja. Sir? I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to have bothered you. Oi, oi, oi. Freeze! I said freeze! Freeze! Der LKW fährt los. Brumm, 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 brumm. Shit. Ich glaube, die sind tot. Is everything okay? There was a hostile local. I had no choice but to neutralize him. There are still others surrounding the area. Get out of there and head toward the village. Take whatever measures necessary to save the subject. Understood. Alles klar. Dann nehmen wir uns mal die 1000 Münzen, Gold, keine Ahnung, was es sein soll. Nehmen wir uns hier die Munition mit. Kann ich das hier kaputt machen? Ich spring hier mal raus. Und genau rein. Genau in die Mitte. Tschüss. Eine Kiste. Natürlich nichts. Na komm her, mein Freund, komm her. Ah, und das fängt schon gut an. What the? Okay, mit der Steuerung muss ich erstmal reinkommen. Müsst ihr dauernd rennen? Das ist ja nervig. Der andere, der gammelt da hinten. So. Ist der auch tot? Jetzt ist er tot. So. Schauen am besten einfach mal nach, was mit unserem Kollegen passiert ist. Da sieht man es schon. Oh, no. Es
Sie hatten einen sehr freundlichen Besuch. Nennen wollen wir es so nennen. Ja, das Spiel ist 2005 erschienen. Ich glaube für die PlayStation 2, die Wii sogar. Und natürlich für den PC. Ich spiele es auf dem PC. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Nicht wundern, dass da unten 3 steht und 2 und wer weiß was. Einfach nicht ablenken lassen. Ich spiele mit einem Gamepad. Ich speichere, ich hatte das erste Kapitel schon mal gespielt. Ja, das ist aber nicht so gut ausgegangen, nennen wir es so. So. Natürlich, der Rabe fliegt nicht vor dem Schuss weg. Dann bringe ich den auch gleich mal um. So, 300 und einer. Was wundert's mich eigentlich? Ein Rabe trägt eine Handgranate. Tschüss, Hundi. Lauf, lauf zu Mama und Papa. Und er verschwindet. In einem sehr schlecht detaillierten Wald. Auf dem Wegweiser steht Pueblo. Ich weiß nicht genau, ob meine Spanischkenntnisse dazu... Oh, wow, wow, wow. Ha! Meine Spanischkenntnisse dazu ausreichen. Weil ich, soweit ich weiß, dürfte Pueblo Dorf heißen. Natürlich, so gut wie es geht, die Munition sparen. Denn ich weiß nicht, ob viele... Okay, ich denke mal, eigentlich jeder kennt auf die eine oder andere Weise Resident Evil 4 oder Resident Evil allgemein. In Resident Evil hat man ja immer mal so seine Munitionsprobleme. Ach du Scheiße! Sexuelle Diskriminierung gibt's hier wohl nicht. Ich muss sie schnell finden. Heißt es, der hatte das... Doch, Christ, Diskriminierung. Ich hätte jetzt eher Diskretion gesagt oder sowas, aber Diskriminierung, okay. Hier ist da, wo ist er? Da ist es er. Ich bin schlecht. Komm, zack. Sie auch noch gleich hinterher. Bist du tot? Ich glaube ja. So, der ist tot. So, er hatte Munition. Jetzt genau 10 Stück. 10 Kugeln. Na, lauf du mal erleben. Chaos ist auf dem Anmarsch. Ist auf dem Anmarsch. Oh, oh, da drin steht einer. Hm. Am besten. Nein, okay, das war scheiße. Ach Gott, ich bin so scheiße. Normalerweise haben wir 2 grüne Kraut. Dann nutze ich einfach mal eins. Haben wir wieder ansatzweise volles Leben. Und wir gehen durch das Tor. Ladevorgang läuft. Leon, how you holding up? Bad question, Hannigan. Sorry to hear that. I'm sending you a playing manual. Hope you find it useful. I'll take a look at it, thanks. Natürlich, ein Mensch braucht ein Spielhandbuch. Zum Nachladen der Waffe. 6 Taste, die 6 Taste. Gedrückt halten und 1 Taste drücken. 2, dritte. Du trittst deinen Gegner, wenn du dich ihm näherst, während er wankt.
während er wankt und wenn du ihn in die Knie gezwungen hast. Inventarbildschirme wechseln. Mit der 5-Taste oder der 6-Taste schaltest du zwischen Waffen, Heilmittel und Schlüssel, Schatz hin und her. Ja. Gut zu wissen. Dann gucken wir mal. Da sind unsere Freunde. Oder eher unser Freund, oder? Das ist nur einer. Wie viel haben wir denn hier zu tun? 1, 2, 3, 4 und einem Huhn. Wo ist das Huhn da? Das Hofhuhn. Talk, talkie, talkie, talk, talk. Das zeigt's nun. Talk, talkie, talkie, talk, talk. Na gut. Ups. Das sollte ich jetzt nicht. Wie komme ich hier raus? Da. So. Ich denke mal, aggressiv reinrennen bringt hier nichts. Ich versuche einfach mal ein bisschen außen rum zu gehen. Okay, sie haben mich gefunden. Da ist aber ein Kraut. Und dort ist eine Tür, die ich mich jetzt einfach hineinbegeben werde. Da liegt Munition. Da draußen ist eine Schlampe. Du wirst jetzt sterben. Da drin ist... Au! Halt die Fresse.